Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute machen wir weiter mit SmackDown vs. Raw Match Season. Keine Ahnung, welche Nummer, aber wir sind jetzt dran mit First Blood. Ein Match, was ich damals, als ich angefangen habe, ja, Wrestling-Spiele zu spielen, da fand ich es nicht so geil. Also es ist immer am sinnigsten, damit anzufangen, einen Wrestler zu nehmen, der einen Move hat, der ins Gesicht geht. Eigentlich wäre zum Beispiel CM Punk hier gut. Dann hätten wir auch noch ein... Ja, ich weiß gar nicht. Booker T macht nicht so viel Sinn. Rey Mysterio und Randy Orton würden noch Sinn machen. Ich weiß gar nicht, ob... Kriegen wir ihn mit dem 619 zum Bluten? Obwohl 619 machen wir vielleicht auch erst ein bisschen später. Switch the Music funktioniert aber, ne? Die X-Nummer nehmen wir. Und als Gegner, wer ist denn ein krasser Gegner für Shawn Michaels? Warte, doch, da brauchen wir auch einen, der auch aufs Gesicht geht. Nehmen wir Randy Orton. Der geht ja auch aufs Gesicht mit seinem RKO und dann passt das. So, ja. Worauf ich hinaus wollte, früher fand ich es nicht so geil, weil, ja, du blutest relativ schnell und dann ist das Match halt vorbei, ne? Gerade wenn du im Story-Modus da antreten musstest, war das immer ein bisschen blöd. Aber gut, mit der Zeit wurde man dann halt besser und dann ist so ein First Blood-Ding eigentlich ganz witzig. Ne? Insofern skippen wir das jetzt hier alles mal wieder mit dem Entrance. Ne? Ihr wisst Bescheid, wegen der Musik und so, tralala. Da tut sich YouTube ja ein wenig schwer. Candice Michelle. Das waren auch alles Zeiten, ne? Damals. Man ärgert sich jetzt so ein bisschen... Ich meine, heutzutage hätte man ja über das WWE Network Zugriff darauf und könnte das alles rewatchen, sich alles nochmal angucken, ne? Gerade die Zeit damals mit Rey Mysterio, Eddie Guerrero und Batista, John Cena, Undertaker und wie sie alle hießen. Hätte ich eigentlich schon mega Bock drauf, aber ich habe es tatsächlich mal probiert. Ich bin da so eingestiegen um die Zeit Hardcore Holly und Brock Lesnar und irgendwie konnte mich das nicht so richtig catchen. Beziehungsweise es interessiert mich einfach nicht mehr so wirklich. Und das Problem ist, oh, ups, das Problem, den brauchen wir hier gar nicht umhauen, weil wir können ja Gegenstände sowieso benutzen. Das Problem ist, dass, ach du Scheiße, ich habe einen reingeholt, das wollte ich gar nicht. Das Problem ist halt, dass ich Hardcore Holly nachher zu einer Zeit kennengelernt habe, da war der im Prinzip bei SmackDown scheißegal. Also, ne, der war irgendwie, der war halt ab und zu mal da. Aber so die Leute, die im Fokus standen, waren so John Cena, Undertaker, JBL, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Kalito damals noch, irgendwie Kurt Angle. Na, die waren alle so ein bisschen Big Show, die waren so ein bisschen im Hype damals. Und Hardcore Holly, auch Scotty to Holly oder so, die waren alle im Prinzip schon Geschichte. Und davor waren die aber offensichtlich groß im Geschäft, was SmackDown anging. Oder vielleicht auch irgendwann mal Raw. Und das konnte ich irgendwie nicht so richtig ernst nehmen, dass da ein Hardcore Holly so richtig krass gegen Brock Lesnar im Geschäft ist. Ja, das wusste ich. Aber dann ein paar Jahre später auf einmal überhaupt nicht mehr am Start war. Wie der Schiedsrichter mit Absicht in meine Richtung läuft. Wie gesagt, und dann bin ich irgendwie da nicht mehr so richtig reingekommen. Und das ist halt auch richtig viel, ne? Was du da dann nachzuholen hast. So, und dann ist irgendwann, ist Wrestling dann auch mal ein bisschen blöde geworden. Man ist nachher irgendwie, man hatte nicht mehr so den Zugriff, ne? Du hast es ja damals irgendwie von Tele5 geguckt. Und dann hatte ein Kumpel nachher Sky. Dann haben wir Raw noch geguckt. Und damals war das alles irgendwie der Shit, so. Dann war der Kumpel, ist irgendwann weggezogen. Meine Mutter wollte kein Sky. Und damals ist man halt auch zur Schule gegangen, da war halt auch schwierig mit eigenem Einkommen. Ja, und dann ist SmackDown nachher ja rüber geswiped auf DSF oder so. Auf jeden Fall kam das irgendwann, meine Fresse, gib mir doch nicht auf den Sack. Irgendwann kam es dann um 0 Uhr oder so und während der Schulzeit ist 0 Uhr halt nicht wirklich geil.
Ich sag mal so, ich bin eher so 22, 23 Uhr spätestens im Bett gewesen. Da war nichts mit 0 Uhr, der noch 2 Stunden oder 1 Stunde Wrestling gucken. Ja, und deshalb war ich da dann raus und hab so ein bisschen alles, ja, den Anhang verloren, was Wrestling anging. So, jetzt sitzt er aber. Bam! Natürlich blutet er jetzt noch nicht, weil er noch nicht rot im Gesicht ist. Er muss erstmal im Gesicht rot werden. Da bringt es auch nichts, wenn wir seine Eier bearbeiten. Na? Ja, war klar, dass er mich kontern würde. Ja, und dann hat man so ein bisschen verloren und irgendwann habe ich es dann, glaube ich, nochmal so ein bisschen bin ich da eingestiegen, glaube ich, damals noch von Dailymotion oder so. Da wurde das teilweise illegal. Selbst auf YouTube war es ja illegal hochgeladen. Und dann hat man da auch hier und da natürlich auf Englisch, ne? Ich war damals allerdings die deutschen Kommentatoren gewöhnt. Carsten Schäfer und so. Mag man jetzt auch inzwischen, also inzwischen ist mir das total egal, ne? Inzwischen finde ich, ist das auch nicht mehr so, sagen wir mal, qualitativ hat beides nachgelassen. Es gibt auch gute Kommentatoren, da will ich jetzt gar keinen Strick draus drehen, also das ist, oder dass mir da ein Strick draus gedreht wird. So ist das auch eher weniger gemeint, aber es packt mich einfach nicht mehr. So, das ist damit gemeint. So, jetzt ist er rot und damit... Boom! First Blood! Damit ist es das gewesen. Mit Shawn Michaels haben wir Randy Orton. Gut, er hätte jetzt mit AKOs oder so gegen mich punchen können, aber so richtig reingekommen ist er da auch nicht, ne? Das ist auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe ja auch SmackDown vs. WWE 2K2020 oder was war das? Da habe ich auch reingezockt und so. Ich komme damit überhaupt nicht mehr klar. So gar nicht mehr. Auch mit dem Contest-System und so. Ich bin halt mit den Spielen hier aufgewachsen. Ne? Mit den ganzen SmackDown vs. Raw-Dingern. Und... ja, wie gesagt, also ich bin halt da nicht mehr so reingekommen, was das Wrestling-Gedöns anging. Hab's immer mal wieder probiert, auch das Network fand ich eigentlich ist eine geile Idee, dass du da alles nochmal so nachgucken kannst und so. Aber irgendwie kickt's einen dann doch nicht mehr, ne? Aber wenn, würde ich natürlich mit deutschen Kommentatoren. Es ist jetzt nicht unbedingt mega krass wichtig, aber ich habe immer gerne mit deutschen Kommentatoren geguckt. Und ja, muss man sehen, ne? Ich werde auf jeden Fall mal in AEW oder wie das Ding heißt da reingucken. Aber fürs Erste soll's das gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Match auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.